und somit herzlich willkommen zurück zu Formel 1 23 Season Nummer 2. Es soll ein bisschen regnen, aber am Anfang nicht so ganz. Wir sind in Kanada, Finale, und ja, wir schauen noch mal ganz kurz auf die Tabelle, was denn da so abgeht. Warte mal, noch im Augenwinkel sehe ich, ab 30 Minuten soll es regnen und nach 45 Minuten wieder Sonnenschein. Okay, sehr seltsam. Etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Was? Auch noch? Ja, da müssen wir das ganz schnell machen, hier kurz auf die Tabelle schauen. Wie sieht's denn aus? Olli hat 17 Punkte Abstand auf Blade. Ja, okay, es kann noch spannend werden. 17 Punkte, klar, ein Rennen ist jetzt vielleicht schon noch ein bisschen viel. Andererseits muss man sagen, Wall of Champions kann schneller kommen, als man denkt. Dann müsste es halt der Olli erwischen, nicht ein Blade. Aber ja gut, Cyber hat 20 Punkte auf Blade. Da kann auch noch, theoretisch, also wenn jetzt Blade rausfliegen würde, könnte Cyber noch vorbeischießen. Je nachdem. Wenn man auf meine Position schaut, da sieht es irgendwie ein bisschen langweilig aus. Nach vorne keine Chance, nach hinten Saturnfisch. Wenn er 26 Punkte machen würde, das Maximale, was geht, wäre auch nicht vorbei. Overkill punktgleich mit Saturnfisch, das wird natürlich auch interessant. Wurschbrot, ein Punkt für Sneaky und Jonas. Den McLaren sehe ich gerade erst, die haben beide 52 Punkte. Auch interessant, dass die punktgleich sind. Und dann ja, geht es eigentlich so einigermaßen weiter. Basti ist jetzt auch nicht so weit weg von den McLaren. Kazu, ja, 12 Punkte von Basti. Rinkashi wäre an sich noch interessant, aber leider ist ja die letzten Rennen ja nicht mehr mitgefahren, wegen Kommentieren und Livestream machen und so. Deshalb, ja, wird da natürlich punktetechnisch nichts gehen. Und ja, Konstrukteursmeisterschaft, ja, ist eigentlich auch schon fast geritzt, oder? Also, klar, je nachdem wie Alpine abschneidet, könnte man noch auf Position 2 kommen, wenn Blade schlecht abschneidet, aber im Grunde genommen eigentlich, ja, relativ sicher alles. Ja, okay, Mercedes, McLaren nah aneinander, Alfa Romeo, Williams noch nah aneinander. Ja, aber wir schauen mal rein in den ersten Versuch hier. Wir sind mit Inters unterwegs, so wie immer in letzter Zeit. Ja, ist ja natürlich ein bisschen komisch zu fahren, Alter, dass ich hier sogar die Kurve noch krieg und nicht Track Limits bekommen. Natürlich sehr interessant. Aber wir können uns ja schon mal einstellen, es soll ja ein bisschen regnen. Also vielleicht so nach 30 Minuten so ein bisschen Inters-Bedingungen im Rennen. Da können wir uns mal schön überraschen lassen. Ich finde es an sich auch irgendwie geil, wenn man so beides hat. Also, klar, schon Regenrennen auch mal sehr interessant, aber irgendwie ist das auch mega interessant, wenn man sagt, man hat Regen und Sonne. Also so wechselnde Bedingungen ist eigentlich schon ganz geil. Und wir haben, so wie es aussieht, Sonne, Regen, Sonne. So, hier bremse ich immer ein bisschen früh, aber irgendwie kriege ich die Kurve sonst nicht so richtig. So. Das ist natürlich ein bisschen, eigentlich auch ein bisschen riskant hier, gell? Mit Wall of Champions, da kann man so schnell abfliegen, dann mit den Inters. Aber wir bekommen das schon irgendwie hin. Setzen erstmal eine Zeit. Und dann, ja, werden wir eh irgendwo weiter hinten sein. Wegen den Inters schon mal eh mal. So, hier eigentlich doch ganz gut durchgekommen. Teilweise gefühlt besser wie mit den Softreifen, ey. So, und an P2, starke Leistung, 6,7 Sekunden hinter ProGamer. Klar, er hat auch noch Softs und die anderen sind noch nicht gefahren. Also, komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. So, wir kommen in die letzte Schikane hinein, wir kommen auf eine schnelle Runde, wir haben noch 7,5 Minuten. Eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen warten, aber guck mal, ist schon ganz schön grau. In der Box heißt es eigentlich sogar schon 0 Minuten bis zum Regen. Also ich will das jetzt nicht riskieren, dass es dann doch noch anfängt. So in den letzten 5 Minuten und dann habe ich keine Zeit mit den Softs gesetzt. Hier sieht man schon eine Sekunde. Hier geht schon ganz schön was ab. Scheint natürlich doch sehr interessant. Wir sind auch auf Platz Nummer 10
gerutscht. So, hier einmal Cyber, dankeschön, auf die Seite gegangen. War Platz 13, der war wohl auch noch auf Inters unterwegs. Und dann bin ich mal gespannt, ob es überhaupt noch anfängt zu regnen oder nicht. So, hier, oh, das war nicht so gut. Trotzdem machen wir Zeit gut. So, und dann sind wir jetzt eine Runde gefahren ohne ERS, dass ich jetzt nämlich noch einschalten würde und ich hoffe, mir reicht die Zeit. Ja, es war nicht so gut. Hier kein guter Exit. Aber wir probieren es trotzdem mal. Wir hauen gleich eine hinterher. So, P10 immer noch, aber halt zeittechnisch verbessert. Okay, aber halt ohne ERS. Alter, hier die Kurve. Das wird auch interessant, wenn es regnet. Also ich rutsche ja schon so in der Kurve rum. Es wird halt schon verdammt dunkel, hey. Das ist schon ein bisschen übel. Doch hier und da verliere ich ein bisschen Zeit. Also da bin ich ohne ERS in den Kurven schon ganz gut gefahren. So, Verkehr habe ich bis jetzt auch gut erwischt. Stimme hier auf der Geraden. War ich auch ganz gut. So, wir werden noch mal ein bisschen besser, wie es ausschaut. Die Kurve muss man auch so früh bremsen. Uiuiui, war das gerade eng mit der Wand. Muss ich gleich rechts ausgleichen. Kommen wir ein bisschen zu weit nach rechts, zu weit nach links. Nochmal eine Sekunde. So, hier ein bisschen besser durch. Ja, guck mal da, wie die Zeit hochschießt. Ja, da mit der Dings nicht so gut war. Platz 9, okay. Und jetzt ist die Frage, geht überhaupt noch was zeittechnisch? Oder fängt es dann jetzt gleich an zu regnen? Ja, das war's dann wohl. Ich habe dann nochmal probiert rauszufahren. Es hat dann aber wirklich angefangen zu regnen und es hat halt schon eine Sekunde gekostet. Also ich war dann eine Sekunde im Plus. Klar, bin ich vielleicht auch nicht ideal perfekt gefahren, aber mit den tröpfelnden Wetterbedingungen konnte man sich halt dann auch nicht nochmal verbessern. Hier einmal die Startpositionen. Rot auf der 3, wieder richtig stark unterwegs. Und dann schauen wir mal, was dann noch so geht, so nach vorne. Aber guck mal, ich habe halt richtig den Abstand. Nur zu Blade 18. Das ist halt richtig übel. Die anderen vor mir alle dann so knapp eine Sekunde. Egal, was ist denn hier los? Full-Wets-Bedingungen und wie es strömt und überall Pfützen. Alter Falter, da bin ich mal gespannt. Das wird interessant. Erste Kurve. Wie alle durchschleichen oder durchrutschen oder wie auch immer. Oh, okay. Du stehst nicht gerade ideal. Upsi. Pass auf, dass du gut vom Start wegkommst. Parken fehlgeschlagen, alles klar. Das war natürlich nicht so gut, aber okay. Konzentration. Bin mal gespannt, was auch vorne passiert und hinter mir. So, Start. Ja. Der Alfa Romeo da hinten. God Mode, der drückt hier schon. Oh Gott, die. Was ist da los? Okay, der macht auch sehr langsam, sehr vorsichtig. Saturnfisch da auch ein bisschen langsam. Und oh, da kommt so ein anderer Alpha und nochmal ein Alpha und überall Alphas. Alter, was ist denn hier los? Und wo kommt der McLaren schon wieder her? Okay, schön neben mir. Oh, jojojojoj. Oh, und da rutscht einer. Okay. Oh, hallo. Was geht denn hier ab? Ich dachte, also die erste Kurve wird hier dramatisch, aber irgendwie was? Was war's? Die dritte, keine Ahnung, die vierte. Querstör von Who Am I. Fast noch reingefahren. Es ist hier voll eine Lücke nach vorne. Aber hinter mir sind dann doch noch alle einigermaßen mit dabei. Das ist halt so krass zu fahren. Dass ich überlegt, so wie man hier mit den Softs gefahren ist. Und dem Alfa Romeo, dem geht's gut hier. Digga, Alter, es bremst halt einfach gar nicht. Alter, muss man richtig früh bremsen. Alter, hinten noch im Rückspiegel, der Mercedes kam so quer und durchgeschossen. Der hatte, glaube ich, auch so ein bisschen Probleme. Also hier die 180 Grad anbremsen, da muss man schon früh hin. Richtig übel.
Deshalb fange ich hier auch an, mega früh zu bremsen. Okay, hier rübergerollt. Der Thunfisch hat schon 3 Sekunden. Ich hatte keine Verwarnung, aber ja, okay, ich bin dort auch rübergerollt. Kein Gas gegeben oder so. Dann kann es sein. Oh, ein Fischi auf Abwägen. Dann kann es vielleicht auch sein, dass das Spiel mal ein bisschen gnädig ist. Alter, jetzt sogar eine Position gut gemacht. Aber schon übel. Aber eigentlich auch wieder eine verloren, gell? Klar, okay, Gerti hat sich gedreht. Und Saturnfisch ist jetzt weit rausgekommen. Also 2 Positionen gut gemacht. HMI hat mich aber überholt. Ja, schon 2 Sekunden weg ist. Sieht bis jetzt gar nicht so gut aus. Alter, wir haben 70 Runden. Ey, wenn es wirklich das ganze Rennen durch so ist, aber ich weiß nicht, ob es trocken wird. Es könnte sein, aber die Vorhersage war schon ein bisschen Richtung Ende wolkig eigentlich, aber Okay, hier staut sich's auch gerade wieder ein bisschen. Was ist da los? Richtig krasse Bedingungen. Auch in den ersten 4 Gängen. Es dreht eigentlich nur durch. Ja, es hat richtig übel. Und jetzt hier mit 310. Diese Schikane. So, was ist da vorne? Ich sehe so in der Gischt so ein bisschen. So 2 Autos nebeneinander, aber echt nicht viel. UMI und PJ. Der 0-Punkte-Club hier am Fighten, oder wie? Eieieiei. Der Vorhersage nach wird der Regen in den nächsten 10 bis 15 Minuten nachlassen. Nachlassen? Solltest du mehr Grip haben. Okay, das heißt, wir können dann vielleicht irgendwann auf Inters wechseln, oder wie? Das ist dann natürlich interessant. 10 bis 15 Minuten, sagen wir 15, dann sind wir 10 Runden, oder? Könnte man so sagen. Dann sind wir bei Runde 13, ja, dann ein bisschen nachlassen, dann dauert es natürlich ein bisschen und je nachdem, wie genau die Aussage jetzt war, haben wir schon ein bisschen da was hier zu tun. Guck mal, wie die angeschossen kommen von hinten. Auch guck mal, wie weit die auch ausfahren müssen, also die Bremsen quasi so wie die Linie es anzeigt, aber das ist fast schon ein bisschen zu spät. Ich bremse früher und pack die Kurve auch kaum oder krieg sie gerade so. Das ist natürlich schon interessant. Oh, okay. Das war ein bisschen doch zu viel. Aber hier wird es dann schon noch ein paar Zeitstrafen wohl geben. Wobei ich finde, es im Regen geht es einigermaßen. Okay, Sneaky Kev hat hier auch schon 3. Ich finde, glaube bei trockenen Bedingungen ist es mit den Zeitstrafen noch mal ein Ticken schlimmer. Also, weiß ich, werden wir vielleicht nachher sehen, wenn wir wechseln können. Wobei die Strategie hat schon vorausgesagt, komplett Full Wets. Also, bin mal gespannt. So, wir haben uns ein bisschen an Overkill rangearbeitet. Wir sind in Runde Nummer 12. Ich wollte gerade 11 sagen, aber es hat sich gerade gewechselt. Wir schauen mal, wir kommen immer näher ran. Rot hat leider auch gerade ein bisschen Probleme mit dem Regen. An dem sind wir leider sehr gut vorbeigekommen. Aber wenn es trocken wird, könnte er wieder sehr stark werden. Hoffen wir zumindest mal. So, jetzt schauen wir mal, was da bei Overkill so abgeht. Der war ja auch ein bisschen weiter vorne. Ich hatte den gar nicht so im Visier, auch im Qualifying, auf welchem Platz der gestartet ist. Aber er ist jetzt halt ein bisschen nach hinten gerutscht. Und jetzt sind wir eigentlich auch einigermaßen gut rangekommen. Weil es auch nicht so an, also nicht so mega große Schritte. Also jetzt nicht, dass ich so jede Runde 1-2 Sekunden aufgeholt habe, aber so immer mal wieder so ein bisschen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie vorbeikommen. Wir wären im DRS-Fenster, aber leider regnet es. Dementsprechend müssen wir schauen. Gucken wir hier so. Ja, es war jetzt kein krasser Fehler, aber vielleicht gibt es hier oder da ein Fehlerchen, wo man dann irgendwie das ein bisschen ausnutzen können. Da bin ich mal gespannt.
Wir sind schon relativ nah genug dran. Ein bisschen näher, wenn man so 3-4 Zehntel Abstand hat, dann eine Kurve und dann irgendwo ein Fehler, dann kann das vielleicht mal, dann kann man das gut ausnutzen. Dann gerade so jetzt der Abstand. Aber das ist halt die Frage. Will ich auch nicht hinten reinfahren? Uiuiui, das war da schon wieder. Eigentlich ganz normal gebremst. Dann ist er immer größer geworden. Aber jetzt haben wir ihn trotzdem wieder so auf eine halbe Sekunde. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht hat er irgendwo Probleme. Jetzt schon in der 13. Runde. Eigentlich soll es jetzt ja mal ganz langsam, sag ich mal, ein bisschen besser werden mit den Wetterbedingungen. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus, dass es besser wird. Das ist eben die große Frage. So, mal ein bisschen weiter gucken. Overkills Spur lesen. Mal gucken, ob er irgendwo Probleme hat. Okay, das war gerade ein bisschen sehr früh gebremst. Er kommt hier zum Beispiel immer weiter raus. Gell? Also jetzt die letzten zwei Runden ist er da immer sehr weit außen gefahren. Oder halt eher mittig. Wenn ich da ganz gut durchkomme, dann könnte es vielleicht gut sein. Ich sehe gerade Gerti auf der 10 mit 9 Sekunden Strafe schon. Ich will es nicht verschreien, dass bei mir losgeht. Das war aber auch schon eng. Mein noch sieht's gut aus mit den Strafen, aber da müsste ich glaube auch erst eine Verwarnung haben. So, hier habe ich halt Probleme. Geht einigermaßen. Boah, bei Regen geht's einigermaßen. Klar muss man da auch gut aufpassen, aber trocken rutsche ich da ganz schön rum in der Kurve. Klar, bei nassen Bedingungen auch, aber das ist ein bisschen anders. Hier hat er gerade auch ein bisschen komisch gefahren. Wobei ich auch selber ein bisschen komisch war. Jetzt haben wir gerade selber ein bisschen auch Zeit verloren. Come on. Jetzt war ich so schön hingefahren. Jetzt mache ich aber selber auch Fehler. Guck mal, diesmal einigermaßen ist auf der Linie geblieben. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. 20 Minuten. Leichter Regen dauert an. Aber er sagt leichter Regen. Könnte es dann sein, wenn die Wets mal fertig sind, dass wir dann doch auf Inters gehen können. Aber bis jetzt sieht es halt echt nicht danach aus. Ist jetzt natürlich das Krasse dabei. Oh, 3 Sekunden und die Wand geknutscht. Aber hier, es wäre zu viel Risiko. Wäre da ein bisschen langsamer gewesen, dann hätte man noch das ERS anmachen können. Hier rutscht auch wieder ganz leicht, aber ich muss natürlich hier auch aufpassen. Was? Auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Aber Safety Car kommt raus. Das ist halt mies, weil ich sag mal, ja, noch so 2, 3, 4 Runden, dann wäre es ideal gewesen wegen Boxenstopp. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil aber es sind eigentlich alle vorbeigefahren, also haben jetzt da auch nicht so den krassen Nachteil. Aber jetzt ist die Frage, Wets oder Inters? Ist es zu früh für Inters? Aber wenn wir jetzt halt auf Wets gehen und dann 3, 4, 5 Runden später wird es dann doch vielleicht ein bisschen trockener. Und es regnet auch nicht mehr ganz so viel, habe ich das Gefühl. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Doch, tendenziell. Oh, aber hier sieht es wieder ein bisschen aus, als würde es mehr regnen. Aber wenn es halt wirklich besser wird, dann gehen wir auf Inters. Eigentlich sollten wir schon auf Inters gehen. Auf Wets, Inters, ich weiß nicht, ich gehe auf Inters, oder? Jetzt auf Wets gehen, ich weiß nicht. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. So, wir gehen rein, Brot ist hinter uns. Ja, da wird es wohl ein Double Stack geben. Hier, bloß keine Strafe kassieren. Oh, Overkill-Durchfahrtsstrafe.
Eieiei, das tut weh. Aber gut für uns. So, wir gehen auf Inters. Ja, guck. Overkill, PJ gehen auch zum Beispiel auf Inters. Schau mal gerade mal Brot hinter mir und Gerzi. Auch beide auf Inters. Ja, schon interessant, gell? Okay, es gibt einen Restart. Ich bin mal sehr gespannt. Alter, wie ist eigentlich Blade jetzt hinter mich gekommen? Brot war doch hinter mir. Wo ist schon Brot hin verschwunden? Und Overkill natürlich auch noch vorne geblieben. Aber eigentlich müssen wir gar nicht so krass fighten. Weil er muss ja eh dann in zwei, drei Runden wegen der Durchfahrtsstrafe antreten. So, kann man schon Gas geben? Alter, jetzt haben wir voll die Lücke eigentlich. War gar nicht so gut. Aber ja, okay, nach hinten auch eine Sekunde. Okay, aber der Inters geht eigentlich. Es geht, oder? Sieht sich gerade ganz in Ordnung an. Das war natürlich nahe meine Befürchtung, aber es sind halt echt auch fast alle auf Inters gegangen. Soweit ich weiß. Aber ja, jetzt werde ich hier von Red Bull attackiert. Da müssen wir natürlich aufschauen. Ich meine, so bei Regen kann natürlich immer schnell was passieren. Oh, jetzt war ich selber so kacke. Ja, dann war die zweite Verwarnung. Wir haben eben noch keine Zeitstrafe, aber jetzt eindeutig zweite Verwarnung. Es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Ja, genau, Slicks, Alter, ich bin ja schon auf Inters gegangen. Was ist mit Overkill los? Oder ist mit mir irgendwas los? Wieso habe ich nach vorne 2,5 Sekunden? Jetzt kommt sie vorbei. Er hat schon bei der Hälfte der Runde so ein bisschen gedrückt. Also nicht böse gemeint, aber hat schon übelst gepusht. So, Pro Gamer in der Box, okay. Hatte der auch eine Durchfahrtsstrafe? Oh, okay, was macht Gerti? Digga, okay, will da irgendwo rausziehen, alles klar. So, Brogamer vorbei. Vorbei, also. Ja, war in der Box. Hatte wohl auch eine Durchfahrtsstrafe. Wie es scheint. So, und hinter Gerti Brot. Ah, okay. Aber wie ist Blade und Gerti an Brot vorbeigekommen? Das frage ich mich so ein bisschen. Die waren doch vorm Safety Car oder während dem Safety Car war doch Brot eigentlich direkt hinter mir. Deshalb wundert mich das so ein bisschen. Wir haben viel Energie gesammelt. Denn die waren ja, ich glaube, auch alle an der Box. Das ist sehr interessant. Und irgendwie, Bremspunkt ein bisschen verpasst. Ja, Overkill, jetzt sieht es mal ein bisschen besser. Mit den Wets bin ich an ihn rangefahren. Und jetzt, wenn man auf die Zeit schaut, jetzt sind schon 4 Sekunden da. Kommt der mit den Inters ein bisschen besser klar. Okay, bald sollte der Regen weggehen, auch wenn es noch nicht so danach aussieht. Okay, irgendwie sehr übel. Alles klar, ich sehe rote Pfeile. Okay, bisschen Platz lassen. Alter, okay, also ein bisschen Platz lassen. Ich habe dir auch in der Linkskurve viel Platz gelassen. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber wir werden wohl bald auf Slicks wechseln können. Leute, weiter rechts konnte ich halt einfach nicht fahren. Abstand zum vorausfahrenden Auto 2,3 Sekunden. Aber nun gut. Alter, Overkill an PJ vorbei, oder wie? Oder ist der irgendwo? Ne, der ist schon nicht abgeflogen. Oder? Hä? Ne, es sind zwei Mercedes hinter mir, oder sehe ich das falsch? Total blind. Habe ich jetzt eine Position bekommen oder sehe ich nur Overkill nicht so richtig?
Er ist einfach verschwunden. Ah nee, ja klar, der musste ja in die Box wegen Durchfahrtsstrafe. Und da war gerade der Angriff von Gerti. So zweimal wollte Gerti angreifen und zweimal bin ich auch mit der Box so ein bisschen abgelenkt. So, aber jetzt packt das nicht mehr, oder wie? Hat jetzt einen Flügelschaden auch noch bekommen. Hier kommt er gerade nicht mehr ran. Aber, nee, die Sideblades sehen mal aus, als wären sie noch dran. Oder wird es einfach mal hier mein Reifen jetzt wieder ein bisschen warm? Und entfaltet seine richtige Wirkung. So, Brot klopft da hinten auch schon ein bisschen bei Gerti an. Ist mit den Inters vielleicht schon ein bisschen schneller. Er muss halt trotzdem noch ein bisschen früher bremsen, damit man schön in die Kurven reinkommt. Das ist halt schon etwas übel. Egal, guck mal, wie er vorbeischießt. Oder also, so nach... Oh, guck mal hier. Rot schön innen durchgekommen, ja klar. Da in der Kurve so ein bisschen nach außen schießt, ist halt dann ein bisschen kacke. Ja, DRS aktiviert. Und ich komme in die Schikane rein. Digga, schau dir Gerti an, er kommt in die Box rein. Und Overkill auch. Eieiei, das ist vielleicht gar nicht so gut. Aber die hinter mir gehen jetzt alle schon in die Box rein. Da bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Das könnte halt etwas blöd werden, wenn Gerti uns so vorbeikommt. Und Sneaky Kev war schon vor zwei Runden oder so in der Box. Das wird auch interessant. Kazu interessant, der ist auch durchgefahren. Okay. Was passiert die Besten? Alles gemacht. Was will er denn Soft Medium eigentlich? Okay, geht in Ordnung. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden. Okidoki, Brot 3 Sekunden weg. Diesmal Double Stack in die andere Richtung. Ja, okay, es kann sein, dass ich da vielleicht noch ein, zwei Sekündchen verliere. Aber, naja, dann ist halt so. Red Bull macht auch einen Double Stack, sehe ich gerade. Die sind auch so knapp hintereinander. So, jetzt keine Zeitstrafe riskieren. Oh, Brot! Viel zu langsam! Okay. Und das 3 Sekunden? Sagen wir, was als wäre ich näher dran gewesen. So, wir wollen Softs-Reifen. Mal gucken, wer vorbeikommt. Sneaky Kev kommt vorbei. Gerti wohl auch. Wobei, die müssen noch hier die Kurve fahren. Das wird interessant. Okay, ich muss hier außen bleiben. Ja, wow, okay. Sehr knapp. Aber, ja. Die sind dann beide vorbeigekommen, ja. Das war halt kacke. Also, blöd. Ja, wenn ich jetzt direkt in die Box gegangen wäre, aber das war halt zu knapp. Ich war halt ja schon fast schon in der Schikane drin. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh ja, nun hole ich mir erstmal eine kleine 3 Sekunden ab. Das ist ja auch richtig schön. Und dann hinter mir Overkill mit 4,5 Sekunden. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ja, Sneaky Kev und Gerti. Schade. Aber Alter, Sneaky 15 Sekunden. Gerti 21 Sekunden. Das müssen sie erstmal rausfahren. Ja, wobei ich habe auch 6 Sekunden. Also, ja, geht einigermaßen. Aber es wird jetzt langsam trocken. Das ist natürlich die Frage, wie es da sich dann auswirkt. Mit den ganzen Sekunden. So, dann müssen wir noch ein bisschen an Gerti rankommen. Dann könnten wir DRS ja hier aktivieren. Aber da müssen wir drankommen. Oh, 24 Sekunden. Hat er sich noch mal was abgeholt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Es war vorher ein bisschen besser. Warten, der ist hier die Zeit rausgeholt. Beim Abkürzen oder was?
Oder bin ich irgendwie blöd gefahren? Sich jetzt aber gar nicht so angefühlt, dass ich irgendwo seltsam gefahren wäre. Aber die Zeitstrafen, die rasseln schon, oder? Vorher Overkill und Jonas hinter mir, auch mit jeweils 6 Sekunden. Overkill jetzt schon 9. Jetzt geht's los, Leute. Da kommen die Zeitstrafen rein, geregnet. Obwohl es nicht mehr regnet. Ja, ein paar Runden später. Gerti, wir sind wieder ein bisschen rangekommen. 27 Sekunden hatte ich schon. Aber Pro Gamer kommt immer näher ran. Oh, Gerti! Sieger! Ist jetzt. Nee, ich habe nicht DNF gegangen, oder? Ist er rausgeflogen? Safety Car nicht rausschicken. Guck mal, was da ist. Safety Car. Darf ich überholen? Ich muss ja schon mal ein bisschen langsamer machen. Kriegen wir hier Durchfahrtsstrafe. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf Delta achten. Jetzt ist die Frage, wir haben noch 30 Runden. Boah, gehe ich jetzt rein, hol mir theoretisch Hard. Ich will aber keine Harten fahren. Vielleicht Medium. Alter, mein Delta. Jetzt noch auf Softs bleiben. Wir sind schon, was sind es, glaube ich, 8 Runden oder so. So in die Richtung müsste es gewesen sein. So, Alter, Pro-Gamer, hier Jonas, ganz schön dicht aufgefahren. So, jetzt ist halt wirklich die Frage, was die anderen machen, was wir machen sollen. Wir haben die Mediums mal ausgewählt. Dann ist das nicht viel, aber theoretisch schon. Was? Rot. Mach mal Hallo? Okay. Fährt mir halt fast schon dauernd hinten rein. Also, ist nicht, aber fast. So. Oh, wieder ein bisschen bremsen hier. Oh. Jonas auch ein bisschen bremsen müssen hier. Los, gib Gas. Das ist perfekt gelaufen. Weil Sneaky draußen war. Okay, oh, die zwei McLaren auf dem Harten. Ist das gut oder schlecht? Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Oh je, das wird interessant. Hier bei trockenen Bedingungen Restart, aber... Okay, Sneaky Kev hat auch... wieder eine Durchfahrtsstrafe. Wieso auch wieder? Ja, okay. War Jonas, also im Team ist geblieben. Eine Durchfahrtsstrafe. Das heißt, er muss dann eh raus. Aber Kasu und Jonas hinter mir. Da könnte eine Attacke kommen. Weiß es nicht. Beim Kasu auf dem Softreifen. Okay, es wird ja ein bisschen langsamer. Oh, wann kann man da Gas geben? Jetzt eigentlich sowieso nicht. Aber direkt nach der Schikane. Ah, okay. Ging eigentlich. Dabei, in beide Richtungen so 8 Zehntel. Aber sieht mal ganz entspannt aus. Hier keine krassen, aggressiven Überholmanöver reinstechen, was auch immer. War ich ganz friedlich. Oh. Schon die nächste Verwarnung. Wir haben schon 9 Sekunden. Wenn du denkst, dass du vorbeikommst, versuch es mit der Überholtaste. Alter, chill mal. Wir sind jetzt erst schon 3 Kurven gefahren nach dem Safety Car Restart. Und dann redet ihr gleich mit Überholen und alles rum und dran. So, jetzt wird es natürlich interessant, wann Sneaky auch in die Box reinfährt, weil ja, die Boxeneinfahrt ist hier ein bisschen blöd. Digga, was war das gerade? Oh, hier aber auch sehr eng. Jetzt müssen wir schauen, ob er halt jetzt schon reinfährt oder erst 1-2 Runden später. Fährt mal so komisch nach rechts. Fährt gerade, okay. Einmal hier weg. So. Und dann kommt mein Brötchen. Und er hat sich Softsreifen geholt. Interessant, interessant.
12 Sekunden, ey. Gibt's ja gar nicht. Oh, schon wieder gelbe Flagge. Irgendwas in der ersten Kurve. Hasu war irgendwo hinter mir und jetzt ist er weg. Okay. Aber ich kann gerade am Brötchen nicht ganz so dranbleiben. Wäre schön wegen DRS. Oh, der ist auch im DRS jetzt von Overkill drin. Er hat auch 12 Sekunden. Vorher habe ich schon gedacht, so der war bei 12 Sekunden und ich war glaube bei 6 oder so. Alter, was ist denn da vorne los? Olli steht quer. Alter. Okay, wow. Hallo? Alter, waren aber auch nur 5 cm zwischendrin. Was zur Hölle war da los? Olli und Overkill und dann in derselben Kurve fast noch Overkill und Brot. Wer da wie, was, wo schuld war? Keine Ahnung. Alter Falter. Erstmal 3 Positionen geholt. Dadurch. Ah, es gab noch gar kein DRS. Upsi, okay. Aber Jonas klebt mir immer noch da hinten so ein bisschen dran. Er ist auch gut vorbeigekommen. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Alter Falter, okay. Also interessant. Oh, Overkill in der Box. Da gab es wohl einen Flügelschaden. Brot jetzt halt auch ein bisschen weiter hinten. 2,7 Sekunden. Ich würde jetzt sagen, wobei Olli jetzt auch nur 2,2 Sekunden oder 2,3 hinter mir ist. Aber ich weiß nicht, wie weit vorne der war. Oder wie weit der weg war. Wobei ich ja Overkill gesehen habe in der Tabelle oben. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Sekunden ich da weg war. Aber es waren noch, glaube ich, keine 2 Sekunden. War ja auch direkt nach dem Safety Car, Alter. Der McLaren war da plötzlich richtig groß im Rückspiegel. Eieiei. Jetzt müssen wir hier ein bisschen fighten. Schön durch. So. Macht aber noch die schnellste Runde. Finde ich jetzt gar nicht gut. So, direkt hinter mir. Ich will hier irgendwie verteidigen. Ah, Brot die schnellste Runde. Okay. Uiuiuiuiui. Ja, ganz schön eng hier. Alter, und schon wieder eine Verwarnung. Gibt's ja gar nicht. Upsi. Leichter Knutscher. Ey, das irritiert auch doch so ein bisschen, wenn man immer so in den Rückspiegel schaut. Wo will er jetzt vorbei? Oder will er überhaupt vorbei? Greift er an, greift dann nicht an. Alter, ich habe das noch so drin mit dem Bremsen von dem Regen. So ein bisschen. Später könnte man bremsen, aber auch nicht zu spät. So, okay, wollt ihr gerade in die... hallo? Okay, fährt mir schon hinten rein, sehr schön. Von hinten kommt ein Rolli. Nein, du gehst jetzt nicht vorbei, Alter. So, Olli quetscht sich durch, okay. Das wird ja mal hier sehr interessant. Will ich schon den nächsten an der Backe kleben? Alle haben sie DRS. Nach vorne PJ 6,5 Sekunden weg. Bisschen sehr weit weg. So, wer ist schon noch da hinten? Da sind noch mal 2. Also Jonas und nochmal irgendwie. Oh. Alter, jetzt sammle ich hier Verwarnung nach Verwarnung. Ich sehe es leider. Oh, shit. Gar nicht. Okay. Und noch ein kleiner Drift. Gar nicht gut. So, jetzt side by side mit Olli. Wo kommt der McLaren? Wo will der noch hin? Auch interessant. Okay. Olli blinkt erstmal, aber er hat ja auch noch DRS. So, Alter, ich kriege ja keinen DRS. Alter, wo ist denn die
Detection Zone voll weit weg. Okay, also das ist ja auch mies. Das bekommt da zweimal DRS. Sehe ich gerade so. Okay, jetzt muss ich ein bisschen an Olli dranbleiben, wenn es funktioniert. Ja, auch wenn mir wieder die nächste Zeitstrafe sich einholt. Verdammt nochmal. Gibt's ja gar nicht. Ein bisschen. Oh nein. Reicht das jetzt oder reicht das nicht? Oh, es reicht sogar. Okay. Saturn fällt Schuld auf, okay. Der war der dritte da im Bunde. Digga, guck mal, wie der angeschossen kommt. Alter, der war eine halbe Sekunde weg und fährt mir fast hinten rein. Okay. So, Alter. Gut, dass Olli hier ist. Kriege noch ein bisschen DRS, aber ich sollte auch die Schikane ein bisschen treffen. Dann sollte ich ein bisschen an Olli dranbleiben. Bisschen einfacher mit DRS, aber ich sollte halt irgendwie dranbleiben. Vor allem Olli, Blade, die fighten ja eigentlich so ein bisschen. Platz 4 und 5. Oh, okay. Auch noch mit Zeitstrafen so ein bisschen. Ja, ist die Frage. Geht's am Ende wird noch 20 Runden. Der DRS war schon knapp. Alter, was macht er jetzt hier? Einmal links, einmal rechts. So, das sollte auch wieder reichen. Alter, wieder mal angeschossen kommt in die Kurve. Richtig übel. So, wir bleiben immer noch an Olli dran. Puh! Das ist doch schön hier. Okay, das war nicht so gut rausgekommen. Hallo? Dankeschön. Schon das zweite Mal, dass er mir hinten rein oder in die Seite reinfährt. Ja, und jetzt ist dadurch Olli weg. So kann man natürlich auch fahren. Ja, guck mal. Das hat mich jetzt 1,5 Sekunden gekostet. Einmal so ganz grob. Warm DRS-Fenster drin. Eigentlich nach der Geraden, glaube ich, wieder relativ gut. Und jetzt habe ich halt kein DRS mehr. Jetzt ist es natürlich interessant auf den zwei Geraden da mit der Schikane zwischendrin. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Ich finde, er bremst auch immer extrem spät und kommt auch immer ein bisschen weit raus. Das ist eigentlich so mein Vorteil, dass ich hier dann immer ein bisschen noch dagegen fighten kann. So, jetzt. Oh, es hat Thunfisch in die Box. Jetzt will er wieder hier irgendwo rein, oder wie? Okay. Er will schon wieder angreifen. Weil wir immer rechts oder links so ein bisschen. Was war das jetzt schon wieder? Der hatte mich schon wieder hinten rein, Alter. Also das hat jetzt nichts ausgemacht, aber vielleicht mal so ein bisschen auf den Vordermann Acht geben. Und jetzt Brot hinter mir. Der hat 3 Sekunden. Was ist bei dem los, ey? Richtig wenig. Ich sehe vorne auch Cyber. In Platz 4? Okay, irgendwelche Leute waren an der Box, oder wie? Abstand zum vorausfahrenden Auto, 3,6 Sekunden. Dann sollte ich halt auch nochmal gehen. So wie es aussieht. Das wird dann halt auch interessant, aber wer weiß, wer da vorne oder da hinten noch muss. Oh, da kommen sie schon so ein bisschen angeflogen.
Aber es ist ein bisschen entspannter geworden. Vor allem kriege ich auch so eine leichte Lücke rein. Wobei ich glaube, Brot bei trockenem Wetter hier in Kanada eigentlich stärker sein müsste. Im Regen ein bisschen Probleme gehabt. Müsste jetzt natürlich ein bisschen besser sein. Und er hat auch noch die besseren Reifen, aber ich weiß natürlich nicht, wie lange auf den Softs Reifen bleibt. Muss der dann ja bei dem Safety Car gewechselt haben. Aber der wird auch nochmal in die Box gehen und ich halt vermutlich auch. 30 Runden auf Medium wird nicht reichen. Selber halt auch noch 15 Sekunden Strafe, das ist natürlich auch nicht so gut. So, jetzt ist Brot auch nah dran. Ja, okay. Nein, er dreht sich raus. Was zur Hölle war da schon wieder los? Eigener Fahrfehler oder Berührung? Mein Jonas ist mir auch schon zwei, dreimal hinten rein. Aber die waren doch, glaube ich, noch ein bisschen auseinander. Jetzt hatte ich da so einen Fahrer zwischendrin. Und jetzt kommt er schon wieder. Und von hinten kommt noch Sneaky. Auch noch. Der 30 Sekunden Strafe, okay. Der wird in den, was sind es noch, 16 Runden, wenn er vorbeifahren würde, auch nicht mehr die Zeitstrafe rausfahren. Boah, wobei, ich habe selber noch 15. Da muss ein bisschen aufpassen. Das wird ja auch noch interessant hier. So, und wer ist da dahinter? Da ist noch mal jemand. Ein Red Bull ist hinter den beiden McLaren. Oh, das war schlecht rausbeschleunigt. So, wir gehen theoretisch nochmal auf den Softreifen am Ende, natürlich. Da müssen wir nur schauen, in welcher Runde. Das ist natürlich das Interessante. Oh, diesmal die Schikane ich ganz gut erwischt. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk dran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Nein. Wieso müssen wir den zu Ende fahren? Oh, Schiki. Okay, Brot war gerade in der Box. Das ist natürlich auch ganz gut. Dann kommen wir uns diesmal nicht in die Quere. Egal, wer zuerst reinfährt. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 4,6 Sekunden. So, jetzt hat sich noch Blade zwischen die McLaren reingeschlichen, oder wie? Okay, was macht Sneaky hier? Links, rechts so ein bisschen. Der fährt mir auch schon wieder fast hinten rein. Egal. Muss man so Angst haben teilweise. Und jetzt kommt er nicht vorbei. Keine Verwarnung? Okay, das war dann aber wirklich haarscharf. Ja, die McLaren hier. So, Alter! Blade und Sneaky machen einfach ihren Drift. Oder fliegen beide weg. Egal. Alter, was ist denn heute los? Gibt's ja gar nicht. Alter. Und dann ist wieder der nächste McLaren so hinten dran. Eieieiei, das gibt's doch nicht. Ich krieg hier keine Ruhe mehr. Kannst du nicht wieder anfangen zu regnen? Das war irgendwie entspannter. So gefühlsmäßig. Seitdem es hier trocken ist, bin ich hier richtig am Schwitzen. Nicht wegen der Sonne. Will wieder, ja, wollt vielleicht schon wieder.
So. Hinten kommt schon wieder Cyber auch noch dazu. Hey, oh, die kommen wieder also angeflogen. Ich frage mich da manchmal schon, gerade in der 180-Grad-Kurve, wie die so spät bremsen können. Wenn ich das machen würde, ich würde da voll rausfliegen. Deshalb bremse ich immer so ein Stückchen früher und dann kommen die auch immer in der Bremsphase so mega angeflogen. Aber wenn ich da später bremse, irgendwie schaffe ich die Kurve nicht. Egal, das war aber gerade auch ganz schön eng. Mr. Tigerchen. Jetzt kommt auch noch ein PJ. Naja, mal alle neue Softs-Reifen. Ja, ich muss halt auch irgendwann langsam rein. So, oh, okay, das war gar nichts. Gar nichts. Oh, DRS. Ja, natürlich auch schön. Und was macht der Red Bull? Zieht nach rechts. Bleibt hinten. Ja, habe halt selber auch DRS. Bin selber auch ein bisschen schnell, aber die Schikane nicht gut getroffen. Okay. Okay, doch keinen Angriff. Hat sich gerade so ein bisschen angebahnt. Eieieiei. Derzeit aber trotzdem noch P4. Aber eigentlich müssen wir noch in die Box reingehen, gell? Das ist mein Problem. Eigentlich wäre hier das Ergebnis gerade richtig gut. Aber ich muss wohl noch an die Box gehen. 12 Runden. Vielleicht noch so ein, zwei Röntchen und dann nochmal einen neuen Soft holen. Wir haben, ja, 20% geht einigermaßen. So, PJ geht nach links. Jetzt geht er rechts durch. Will McLaren vielleicht auch noch da irgendwo hin? Okay, Alter! Uiuiuiuiui! Wenn wir gleich so zwei kommen. Ja. Und er ist schon eine Sekunde weg. Gibt's ja gar nicht. Und Jonas fährt mich schon wieder frisch hinten rein. DJ, mach nicht so schnell. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Tega, der war... Man hat mich überholt auf der Zielgeraden, glaube oder so. Gibt's ja gar nicht. Das ist natürlich das Üble. Und dann ist schon 2 Sekunden weg. Und jetzt sollte ich in die Box rein und jetzt kommt noch Jonas, der dann auch noch links rüber zieht. Ja, bitte geh nach rechts. Digga. Weißt du, da willst du in die Box rein. Und dann ist natürlich klar, dass er wieder links reinzieht. So, gehen wir die Reifen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Wir haben dann noch 10 Runden. Oder 11. Wir kommen raus. Oh, eigentlich weit hinter Brut und Overkill. Overkill gleich viel Zeitstrafe. Alter, Blade hat es aber auch ganz schön nach hinten gehauen. Okay, geht da überhaupt noch was nach vorne? Müssen wir mal die Zeiten beachten. So, wir sind... jetzt hat er gerade einen richtig krassen Fehler gemacht. Wir sind ja auf einer schönen Aufholjagd. Wir haben noch 7 Runden. Ja, das reicht leider noch nicht. Wir waren noch weit genug weg. Wir hatten keinen DS, aber hier hat er gerade einen richtig krassen Fehler gehabt, Overkill. Das heißt, wir müssten doch jetzt eigentlich ganz gut hoffentlich vorbeikommen. Er hat auch Medium-Reifen. Wir haben neue Soft-Reifen.
Und dann vor Sprot 7 Sekunden weg, ja, das wird dann nichts mehr. Also weiter nach vorne geht's wohl nicht. Na, hier reicht's aber noch nicht so ganz. Ja, ein bisschen aus dem Windschatten raus. In die Schikane reinpressen zu zweit. Ungern. Und hier eigentlich auch ungern rein. Dann mache ich es noch so wie Jonas, dass ich dann Overkill ein bisschen rausdrehe oder rausrutsche, wie auch immer. Jetzt habe ich gerade selber ein bisschen Zeit verloren, das war auch nicht so gut. Aber wir haben ja noch genügend Runden eigentlich zum Überholen. Vielleicht gibt es noch mal irgendwo Probleme. So, jetzt mache ich schnell genug, kommen gut vorbei. Hier wieder rein. Na ja, komm, er rutscht selber auch wieder ein bisschen rum. Ich wollte schon sagen, jetzt müssen wir halt auch noch verteidigen hier auf den nächsten beiden Geraden mit DRS. Also in der DRS-Zone, wo er dann DRS hat. Aber wir kommen eigentlich ganz gut weg hier. Eigentlich haben wir jetzt schon die Sekunde, aber eigentlich ja, jetzt fällt es vielleicht wieder ein bisschen wegen DRS, was er haben muss. Aber eigentlich jetzt in der nächsten Runde müsste er dann weg sein aus dem Fenster, wenn alles gut läuft. So, Brot hat währenddessen Saturnfisch geholt. 6 Sekunden und er hat 3 Sekunden weniger Strafe. Oh. Also wenn wir jetzt sehr optimistisch denken, dann müsste ich an Saturnfisch vorbeikommen und noch 3 Sekunden rausfahren. Eieiei, das war noch eine Aufgabe hier in den letzten 6 Runden. Oh, und wir kommen schon sehr gut an Fischi ran. Hatte gerade auch so einen kleinen Fehler drin. Das heißt, wir müssten jetzt schon DRS haben und wir müssten eigentlich relativ schnell vorbeikommen, damit wir eben noch die 3 Sekunden rausfahren können. Und das ist die Frage, schaffe ich es hier? Ich muss ein bisschen DRS drücken, dass wir schön auf der Geraden noch vorbeikommen. In die Schikane hinein. Ja, das geht ganz gut. Kriegen nochmal DRS. Können nochmal ein bisschen pushen. Schauen, dass wir hier auch Fischi dann schnell aus dem DRS rausbekommen. Ah, ja, hier immer mal wieder am Rutschen. Sind auch ein bisschen an Brot wieder rangekommen, aber ja. Eich, aber absolut nicht möglich. Weil Brot halt einfach schon mal 12 Sekunden weniger Zeitstrafe hat. Das ist natürlich unmöglich. Und Fischi müssen wir jetzt auf 3 Sekunden hochbekommen. Oder macht noch eine Zeitstrafe. Aber ich muss natürlich auch aufpassen. Ich darf halt auch keine mehr bekommen. Und wir haben ja noch 2 Runden, wenn wir jetzt die aktuelle nicht dazu zählen. Da müssen wir schön fahren. Jetzt sind wir auf 1,5 gut hingekommen, aber irgendwie hat sich jetzt die letzte Zeit nicht mehr so viel getan. Mal schauen, 1,6. Boah, 2 Runden haben wir eben noch. Ah, hier durch die Schikane. Oh, ganz gut durchgekommen. Oftmals komme ich schlecht durch. Ja, hat gerade ganz gut funktioniert. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet. Ja. Aber die ist mir noch ein bisschen zu klein. Das ist das Problem. Das ist mein ganz großes Problem. Ah, ich krieg noch eine Verwarnung. Und ich glaube, Saturnfisch macht noch irgendwelche Fehler. Weil plötzlich sind wir schon fast bei 3 Sekunden. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich selber nicht nochmal 3 Sekunden Zeitstrafe oben drauf bekomme. Das wäre gar nicht gut. Und wir sind ganz knapp dran. Nein! Digga! Schaffe ich 6 Sekunden? Ich glaube, das ist sehr optimistisch. Das ist jetzt sehr optimistisch. Aber wir sind schon bei 4,4. Digga, krieg den wirklich noch 6 Sekunden weg? Das wäre schon ganz schön krass. 6 Sekunden.
Außer er kriegt selber noch eine Zeitstrafe. Oder ich krieg noch welche. Alter, er ist schon noch 5. Noch eine Runde. Hey, das kann funktionieren. Letzte Runde, gib Gas. Konzentration, Junge. Hier nochmal schön durch. Kann man nachher alles raushauen, was die Batterie noch hergibt. Oh, fast wieder eine Verwarnung bekommen. 5,7 Sekunden gibt's hier gar nicht. Wo haben wir noch ein bisschen Probleme? Hier muss man ein bisschen aufpassen, wobei es ging eigentlich. Digga, 6 Sekunden! Was habe ich dabei? 4 Runden? Auch ein bisschen viel. Aber klar, okay, mit dem Regen zweimal, dreimal, zweimal Safety Car. Macht dann schon ein bisschen was aus. Alter, drückt er noch? Die Zeit ist wieder runtergegangen. So, 6,1, 6,0. Es schwankt. Weiß dann natürlich auch nicht, wie viel ERS Saturnfisch selber noch hat. 6,3. Alter, das kann doch nicht sein. Nochmal schön durch die Schikane durch. 6,4. Vielleicht drückt er noch irgendwie. 6,5. 6,6. Er fährt irgendwann über die Ziellinie. Es bewegt sich noch. Müsste jetzt durch sein, oder? Digga, 1,7 Sekunden fast. Alter Falter. Gibt's ja gar nicht. Eieieiei. Was für ein Rennen. Und dadurch P5. Weil Gottmord rausgezählt wird. Alter, was für ein Rennen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe so auf die Zeiten geschaut. Huemai gewinnt Cyber und Brot da vorne. Dann Olli, Jonas und zum Beispiel ganz wichtig Blade, aber weiter hinten, okay. Ja, auf der gesamten Tabelle, wir schauen mal hinein. Olli gewinnt. Ja, ich sage jetzt mal natürlich. Okay, natürlich jetzt auch nicht, aber ja, er hat 26 Punkte Vorsprung. Cyber schießt also noch an Blade vorbei. Das tut schon echt ein bisschen weh, ein bisschen schade. Ja, ich auf Platz 4, klar, war eigentlich schon eigentlich schon vor zwei Rennen fast schon klar, dass sich da nicht mehr so viel tut. Saturnfisch überholt noch Overkill. Und Fischbrot kommt aber auch noch sehr nah an Overkill ran. Macht sogar P2 ja am Ende mit den Leuten, die dann hier rauszählen, hier in Kanada. Und ja, die McLaren. Ja, okay, Sneaky Cat wurde ja disqualifiziert wegen zu vielen Zeitstrafen. Ja, sehr interessant. Nach unten hat sich dann aber, glaube ich, nicht mehr sehr viel getan. Auf der Konstrukteursmeisterschaftstabelle glaube ich auch nicht. Mercedes und McLaren ganz nah aneinander, aber die Mercedes war schon davor auf P4, also alles ganz gechillt. Ja, war noch ein bisschen krass hier, ein bisschen so ein paar Kontakte gehabt und dann am Ende noch diese Aufholjagd. Richtig cool eigentlich, also am Ende, also die Aufholjagd, die Kontakte, ja, ein bisschen ärgerlich. Ja, es geht aber auch gleich nächste Woche weiter mit der nächsten Season, Season Nummer 3. Sind wir mal gespannt, was da noch so alles passiert. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.